Hi, ich bin Eva und ich habe mein Leben vollkommen im Griff. Scheiße! Meine Freundin Marlene sieht das irgendwie anders. Midlife Crisis, oder? Ich dachte, es macht mich jünger. Ah. Und diese Schönheit hier ist Bella. Die neue von meinem Ex. Mhm. Oh. Jetzt will sie mir auch noch meine beste Freundin wegnehmen. Wir haben uns geschworen, dass wir beide niemals Yoga-Keulen werden. Wenn man sie besser kennt, ist die auch richtig nett. Geh einfach hin und sag, hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Dein Schnürsenkel ist an. Because you know I... Aber jetzt kommt's. Ich hab mich verknallt. Was? In wen? Na, in Peter von der Tagung in Helsinki. Mein letzter Stand ist, dass du und Andi gerade ein zweites Kind planen. Deswegen muss sie jetzt einfach... Hä? Na, den Typen wegvögeln. Also fahren wir dorthin, machen ein Wellness-Wochenende und treffen Peter bei der Jagd. Aber das werde ich nicht zulassen. Ich komm mit. Was, ich fahr euch. Attention, please. Ich fahre. Eva! Was war das denn? Entschuldigung, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier einer parkt. Auf dem Parkplatz. Butterfly in Paradise, hat sich doch ein Mann ausgedacht. Zwingt dich ja keiner. Such dir eine Vagina-Frise aus oder lass es sein. What the f***? Ist doch kein Wettbewerb. Logisch ist das ein Wettbewerb. Ja, ist es meistens. Jetzt lass mich mal nicht ohne Jagdschein. Und atmen. Marlene, geht es wirklich um diese halbsteife Aubergine da? Oh bitte, wir beide wissen, dass du eigentlich nur hier bist, weil du es nicht aushalten kannst, dass ich neben dir noch eine andere Freundin habe. Sisters before misters. Ich glaube, ich sterbe.